Am Wochenende ist Entspannen angesagt. Die Unwettergefahr lässt deutlich nach. Dafür kommt die Hitze bald wieder zurück. Vom Mittelmeer schwappt nämlich allmählich wärmere Luft nach Deutschland. Und hier war es in den vergangenen Tagen brütend heiß mit teilweise über 40 Grad. Die kommende Nacht wird bei uns dagegen vergleichsmäßig kühl mit Tiefstwerten von 15 bis 6 Grad. Die letzten Gewitter fallen in sich zusammen. Am längsten schauert es noch rund um Sachsen und im äußersten Nordwesten. Und morgen gibt es dann freundliches Sommerwetter mit Sonne und Wolken. Im Tagesverlauf bilden sich vor allem über der östlichen Mitte und im äußersten Nordwesten einzelne Schauer und Gewitter. Es wird wieder wärmer. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 27 Grad. An der See ist es mit auflandigem Wind teilweise noch ein bisschen frischer. In den nächsten Tagen gibt es dann auch mal wieder 30 Grad und mehr, lokal sogar bis zu 32 Grad. Allerdings steigt das Risiko für Schauer und Gewitter Tag für Tag an.